Lutschpuppe, rette dich. Warte einen Moment. Hallo und willkommen zurück zu Bless Unleashed. Heute geht es weiter in der Questline. Außerdem gibt es ein paar coole Bossfights. Und wir schalten zwei neue Segen frei. Da ist er, der Baumriese. Den holen wir uns. Oh, da sind so viele Wurzeln. Ist gut. Oh, der guckt mich an. Jetzt weg. Oh, oh. Okay. Das ist jetzt wieder so ein fieser Nahkämpfer. Dafür ist es ganz wichtig, dass wir immer hinter ihm stehen bleiben. Wenn wir vor dem stehen, dann war es das ziemlich schnell. Das ist ziemlich cool. Also die Bossfights sind schon... Braucht man ein bisschen Skill für, sage ich jetzt mal. Die sind ganz cool gemacht. Irgendwas hat mich jetzt voll erwischt. Ich stand wahrscheinlich zu weit in ihm drin oder so. Aber normalerweise, wenn man hinter den Bossen bleibt, nimmt man auch als Nahkämpfer wenig Schaden, sage ich mal. Und überlebt mit ein bisschen Glück sogar. Schauen. Das sehen wir ja jetzt gleich. Ich habe 0 Hitpoints mehr. Vielleicht sollte ich mich zurückhalten. Ich werfe mal meinen... Oh oh. Mein Haken geworfen. Können wir dem hier helfen? Heute? Ich glaube, das war... Oh. Gar nicht so einfach zu sehen, wo vorne ist bei dem Typen. Quest abgeschlossen. Bam. Wir haben, glaube ich, auch so eine Kiste bekommen. Oh, da ist ein Typ. Und wir haben wieder Hitpoints. Ich glaube, ich habe hochgelevelt. Ich verfehlt. Der resettet wahrscheinlich gerade. Gut. Ja, der hat... Oder? Ich weiß nicht, was der macht. Ja, wir haben wieder eine coole Kiste bekommen. Die bekommt man öfter. Ich mache die immer alle irgendwann auf, wenn ich gerade Zeit finde. Wir haben eine Geschenkeschachtel. Stufe 12. Sind wir schon Stufe 12? Jawohl. Wir sind Stufe 12. Okay, wir haben Amulett. Noch eine Kiste. Ja, ist ja gut jetzt. Die lassen einen hier einfach nicht in Ruhe. Ne? So. Nächster Versuch. Wir haben die Kiste schon mal geöffnet, aber da waren noch mehr Kisten. Verbrauchsgegenstände, Kisten, Belohnungskiste des verderbten Baumriesen. Die haben wir gerade bekommen. Da ist ein Helm drin, aber der sieht nicht gut aus. Stufe 15 sind wir noch nicht. Lebensmitteltruhen, die können wir mal alle öffnen. So, da sind schön leckere Suppen und sowas drin. Bim bam, was ist das? Obstkuchen und Donburi. Okay. Fischeintopf. Genau, sowas können wir dann am Lagerfeuer mit anderen teilen. Das ist cool. Gut. Und jetzt gucken wir mal kurz, was wir an Rüstung bekommen haben. Wir haben einen Helm bekommen. Der ist nicht so gut wie unserer. Und das war es dann auch schon. Also wir haben hauptsächlich Verbrauchsitems bekommen. Keine neuen Rüstungsteile oder Waffen. Lass mich. Geh weg. Sonst mache ich dich weg. Oh, der will schon wieder. Wir springen den mal an. Es geht schneller. Okay. Das sind halt die coolen Fähigkeiten. Die haben immer so ein bisschen Cooldown. Aber wenn die erstmal fertig sind, dann sind die Gegner auch ziemlich schnell erledigt. So. Wir hauen jetzt ab. Darf ich nicht. Bin noch irgendwie in Fight. Und ich glaube, wir sind hier fertig, oder? Müssen wir noch irgendwas... Irgendwas ist da noch. Wir müssen noch Fragmente finden. Okay. Wir müssen noch ein paar von den Typen zerlegen. Bis wir genug Fragmente haben. Dann können wir die Quest auch direkt nochmal abgeben. Das ist so eine Daily Quest, die man öfter machen kann. Nee, hat mich. Okay. So. Hat der ein Fragment? Nö, hat er nicht. Aber Beinschienen. Aber die sehen auch nicht toll aus. Ich hätte gerne grüne Items. Oder blaue, wenn es geht. Da sind wir auch schon am Schrein. Der müsste hier oben sein. Genau, der Altar von Physera. Und hier können wir jetzt dann unsere neuen Segen aktivieren, denke ich. Beten. Zeichen des Wolfes. Okay. Segen freischalten. Super cool. Prüfung abgeschlossen. Und... Segen erworben. Liliantes Berührung. Das heißt, wir haben zwei neue Segen.
Und die können wir hier dann wohl auch ändern. Also man kann immer nur einen Segen zur Zeit aktiv haben. Und das machen wir jetzt mal. Wechseln. Das sind die drei, die wir aktiviert haben aktuell. Und es kommt immer darauf an, welche Fähigkeiten wir hauptsächlich nutzen. Welcher Segen dann auch Sinn für uns macht. Also Klingenwind, tosender Sturm sind so Sachen, die wir aktuell nicht brauchen. Auge des Sturms ist interessant für die Sprungattacke. Ist jetzt aber auch nicht so wesentlich, ne? Zeichen des Wolfes, Vorheizen. Sind alles Angriffe, die ich nicht nutze aktuell. Okay, also Geschenke des Heldenmuts ist schon der beste Segen für uns im Moment. Die anderen... Naja, wenn wir viel Holz sammeln, können wir mal den Segen ändern, ne? Okay, ist ja nicht verkehrt. Üppige Ernte und grüner Daumen. Bei der üppigen Ernte, da findet man dann wahrscheinlich üppige Enten, ne? Freudscher Versprecher. Und Zeichen des Wolfes ist halt für andere Attacken geeignet. Die müssen wir noch freischalten. Die habe ich im Moment noch gar nicht freigeschaltet. Die kommen erst später. Ich bin noch ziemlich low level. Okay, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier gibt es jetzt echt viele Quests in der Gegend. Hier sehen wir zum Beispiel Graslandriese. Das ist so ein Icon, das kommt immer dann, wenn da so ein großer Bossfight ist. Da könnten wir jetzt mal direkt hinschauen und gucken, was es da für uns noch zu holen gibt. Vielleicht kriegen wir da wieder eine große Truhe. Das ist nämlich nicht weit. Das ist direkt hier bei der Brücke. Hier müsste das sein, oder? Ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht. Ich muss das unbedingt immer markieren. Genau, wir müssen noch ein Stück weiter. Da wollen wir hin. So. Manchmal dauert so ein Bossfight auch ein bisschen, wenn die Leute den irgendwie resetten, wenn die aus der Range rauslaufen. Genau, hier ist das, glaube ich, direkt. Ja. Ich habe es doch jetzt markiert. Oder doch nicht. So. Oh, da ist er. Und genau, da sind schon die ganzen Leute. Sind nicht allzu viele gerade. Aber die Bosse, beziehungsweise die Schwierigkeit der Bosse, die skaliert auch mit der Menge der Spieler. Das heißt, wenn da nicht so viele Spieler da sind, dann ist der Boss auch nicht mehr so stark. Und einfacher zu besiegen. Aua! Nicht gut. Nichts wie weg. Okay. Mach die nieder. Man muss immer aufpassen mit den Vorwärtssprüngen. Da rennt man öfter mal durch den Troll durch und steht dann vor ihm. Und dann gibt's auf die Nase. Das ist nicht so gut. Jetzt will da irgendwie ein Kämpfer. Irgendwer hat Akku gezogen. Bam! Oh, das hat weh, hat sich umgedreht. Au, au. Nicht gut. Möglicherweise wollte er da mich. Oho. Voll in den Angriff gesprungen. Okay. Das muss ein bisschen vorsichtiger sein. Oh. Das war auch daneben. Man sollte, glaube ich, Bosse anvisieren mit der mittleren Maustaste. Jetzt habe ich ihn anvisiert. Das heißt, alle Angriffe, die ich... Oh oh, DDDDD. Alle Angriffe, die ich mache, gehen jetzt auch automatisch auf den Boss und nicht irgendwo anders hin. Ich glaube, es hat nicht funktioniert. Und ich bin auch automatisch immer in seine Richtung gedreht. Das ist ganz gut. Oh. Aber wir haben jetzt kaum noch Hitpoints. Kann sein, dass ich gleich was auf die Nase kriege. Und dann sind wir darauf angewiesen, dass irgendein Mitspieler uns wiederbelebt. Ich sollte also eigentlich jetzt aufgeben. Na los. Nein, nein, nein. Wir müssen auch unbedingt auf die Ausdauer schauen. Wenn die Ausdauer aus ist, dann können wir nicht mehr ausweichen. Was dann auch wieder Todesurteil ist. Oh, mich hat's erwischt. Okay. Ja, ich kann nur noch wegkriechen oder so. Kann ich... Ja, ich kann mich so ein bisschen zur Seite bewegen hier. Und Nahtod. Wir können uns selber heilen. Das ist aber nicht günstig. Oder wir warten, bis irgendwer uns rettet. Wilhelmann. Wilhelmina. Rettet uns. Dankeschön. Super lieb. Ich weiß nicht, wie man sich hier bedankt. Ich kann winken. Noch viel mehr auch nicht. Ja, wir sollten hier auch mal jemanden retten, wenn möglich. Oh, wurde schon gemacht. Spieler, die es erwischt hat, werden mit so roten Kreuzen auf der Karte markiert. Hier liegen ganze Haufen rum.
Die werden aber schon gerettet. Alles gut. Was war das denn? Okay. Der hat mich mit einem Felsen abgeworfen, glaube ich. Ich sollte mich auf den Boss konzentrieren. Ich glaube, der hat mehrere von uns erwischt. So sollte ein Bossfight nicht laufen. Hier sind halt ziemlich viele Leute da, aber die Hälfte ist gerade tot. Das heißt, der Boss ist ziemlich schwierig, weil so viele Leute da sind und kaum einer macht Schaden. Das heißt, der Bossfight dauert ein bisschen. Okay, wir leben wieder. Ich sollte vielleicht einen Trank trinken. Ich kann doch trinken, oder? Kann ich jetzt wechseln? Trank? Okay. Ich kenne mich noch nicht so aus. Das hier sind irgendwelche Tränke. Wir trinken mal einen von den Tränken. Ups. Falsch. F1. Gluck, gluck. Genau, das war ein Heiltrank. Auf F1 sind so Heiltränke. Die habe ich bis jetzt noch nicht verwendet. Brauche die nicht so oft. Oh. Den Boss ist gerade echt ein bisschen schwierig. Oh. Bring ihn an. Fang ihn klar. Jawohl. Wirf einen Haken. Oh, das war wieder daneben. Visier ihn an. Das sieht doch ganz gut aus. Das freut mich. Oh, oh, nee, nee. Okay. Zwischendrin immer wieder so verrückte Minigames. Oh, oh. Nicht so gut. Ja, da geht nicht wirklich was voran, ne? Mach den platt jetzt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Lutschpuppe, rette dich. Warte einen Moment. Ja, es geht noch ein bisschen weiter, wie es aussieht. Der Boss ist immer noch nicht down. Wir sind so bei einem Viertel Hitpoints ungefähr. Und der ist nicht ohne. Der ist richtig brutal. Ich weiß nicht, wieso der jetzt so stark ist gerade. Gibt wohl viele Leute wie mich, die die meiste Zeit nichts tun und sich lieber retzen lassen. Das dauert ja ewig. Okay, kriegen wir noch einen Trank. Und versuch es nochmal. Visier den mal gleich direkt wieder an. Gehen wir aus der Schusslinie raus. Und dann muss ich unbedingt weg, wenn der seinen Sprung macht. Oh. Manchmal hüpft er in die Luft und knallt auf den Boden. Und das ist ganz böse. Und ich habe das noch nicht ganz raus, wann er das macht. Jetzt macht es. Ja genau, er hat mich trotzdem erwischt, obwohl ich am anderen Ende der Welt war. Was soll ich denn tun? Das kostet ungefähr die Hälfte der Hitpoints, die ich habe. Er ist aber bald down. Wir machen Fortschritte. Eieieiei. Das ist echt nicht ohne das Ding. Der verfolgt irgendeinen Magier. Die Locke oder so. Okay, du hast überlebt. Trink noch einen Trank. Das hilft überhaupt nichts. Wenn er jetzt wieder auf den Hintern fällt, im Boden einschlägt, dann bin ich wieder tot. Trotzdem habe ich einen Trank getrunken. Hol ihn dir. Okay. Er ist down, er ist down, er ist down. Geht doch. Wow, das war mal ein Fight. Okay. Seelenkristalle. Und ich glaube, wir haben keine Truhe bekommen. Der Bossfight war jetzt wirklich ein bisschen länger. Mal schauen. Lunchpakete? No, wir haben nichts bekommen, okay. Also nur diese Fragmente oder was das war. Keine Kiste mehr. Die bekommt man wohl nur einmal am Tag oder möglicherweise auch nur beim ersten Kill. Bin ich mir nicht sicher. Aber es ist immer wieder interessant, den Bossfight zu machen. Ist schon ziemlich cool. Okay. Dann. Ah, da ist ein Lagerfeuer. Da könnten wir uns direkt mal hinsetzen und ein bisschen hochheilen. Genau, also hier gibt es jetzt super viel zu tun im Alicorno-Wald, heißt der. Da müssen wir Pflanzenproben sammeln und sowas. Nicht super spannend im Moment. Müssen wir mal gucken, was dann noch so passiert. Im Moment setzen wir uns mal hier ins Feuer und entspannen uns so ein bisschen. Hinsetzen. Teilt hier irgendwer was? Nö. Okay. Wir könnten mal was teilen. Können wir hier so was zu essen teilen? Grillfleisch? Fischeintopf? Stärkung, die Lebenspunkte um 500 erhöht. Voll gut. Okay. Oder Live-Rack klingt doch gut. Machen wir das mal. Das ist bestimmt gut zum Questen. So. Und theoretisch sollten das jetzt alle bekommen, die hier mit am Lagerfeuer sitzen, glaube ich. Hoffe ich. Vielleicht.
Ich habe das noch nicht genau ausprobiert. So, mal schauen. Seelenfeuer. Hinsetzen und teilen. Ich glaube, ich habe das selber verwendet. F teilen. Und hier könnte ich das jetzt auswählen. Okay. Also wir haben das jetzt selber genommen. Hier hätte ich es teilen können. Und ich glaube, der Effekt wäre dann der gleiche, als wenn ich es selber esse. Und die Effekte? Wo sieht man die Effekte? Effekt angewandt. Okay, das sind nur die beiden. Ich weiß nicht, wo man den Food-Effekt sieht. Wir haben das doch jetzt eigentlich gegessen, oder? Ich habe es nicht mehr im Inventar. Also theoretisch müsste das irgendwie wirken. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, wo ich jetzt gerade den Effekt sehe. Also es gibt noch ziemlich viel rauszufinden, auf jeden Fall. Sinnfeuer? Wir können ja nochmal was teilen. Ja. Schweine Don Bori. Erhöht die Verteidigung. So. Das machen wir jetzt mal. Teilt es. Genau, das ist jetzt hier geteilt. Und Essen, Space. Ich habe jetzt eins gegessen. Okay, jetzt hat es funktioniert. Schweine Don Bori. Jetzt haben wir drei Effekte drauf. Okay, super cool. Was mit dem anderen Essen passiert ist, bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist hier irgendwie auch verschwunden. Ein Essen habe ich irgendwie vernichtet. Habe ich das zerstört? Also die Steuerung ist halt extremst gewöhnungsbedürftig. Nicht die falschen Tasten drücken, sonst passieren da Dinge. Aber wir kauen jetzt auf jeden Fall an unserem Spieß. Und jeder, der möchte, kann hier zum Lagerfeuer kommen und an unseren Spießen mit rumkauen. Das sind 20 Stück. Die sollten ja dann erstmal für die nächsten paar Leute reichen. Ist auf jeden Fall mega cool gemacht, dass man das Essen so mit anderen teilen kann. Das gefällt mir richtig gut. Und meistens ist da auch irgendwer dabei, der hier am Lagerfeuer was zu essen teilt. Ja, und damit müssen wir dann langsam schon wieder Schluss machen. Wir haben wieder den Riesen besiegt und sind so ein bisschen durch die Welt galoppiert. Es gibt immer noch viel zu tun. Wir haben zwei neue Segen freigeschaltet. Haben jetzt ganz viele neue Quests wieder hier in der Region. Das heißt, wir werden wohl erstmal hier bleiben. Da gibt es ganz viel zu tun. Hier oben ist irgendwie so ein Hochland, wo wir noch nicht waren. Also die Gegend hat, glaube ich, noch einiges zu bieten. Ne? Wir sind ursprünglich wohl hierher gekommen. Das ist dieses Farmland. Der Bauernhof. Und da oben geht es dann auch weiter. Ne? Vielleicht geht es dann da als nächstes zurück an den Bauernhof vorbei. Oder hier lang. Rätselhaftes Bergland ist das hier. Ne? Weiß nicht, wie das heißt. Waren wir noch nie? Ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall total gechillt, total entspannt und gibt richtig, richtig viel zu erkunden. Es gibt einige Sachen, die echt ganz cool gemacht sind. Zum Beispiel das Fischen ist eigentlich ganz cool. Ist zwar ein bisschen langwierig, aber auf jeden Fall passiert da viel. Ist auf jeden Fall spannend und ja, ganz, ganz nett umgesetzt. Das war's aber für diese Folge von Bless Unleashed. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und ihr hattet Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.